Gerne würde ich jetzt darüber erzählen können, dass die Inklusionsdebatte zu mehr Annahme und Bewältigung menschlicher Vielfalt, die uns alle mit einschließt, geführt hat. Dass erkannt wurde, dass das unsere Gesellschaft lebenswert und spannend macht. Dann sehe ich, dass die Pandemie viele Familien und Alleinerziehende von Kindern mit Behinderung und oder chronischer Erkrankung in ungeahnte Tiefen gestürzt hat, in ökonomische Nöte und in brutale Erschöpfung. Dass Diskussionen angestoßen wurden, welches Leben lebenswert ist, welches Priorität hat und damit welches schützenswert ist und welches nicht. So zolle ich an dieser Stelle allen Familien und Alleinerziehenden von Kindern mit Behinderung und allen Menschen, die diese umfänglich unterstützt und dafür gesorgt haben, dass sie nicht vergessen werden, meinen höchsten Respekt.